Слава Господу, дорогие мои братья и сестры. Preist den Herrn, liebe Brüder und Schwestern. Я рад приветствовать всех вас сегодня в это воскресное утро здесь, на этом месте. Ich bin sehr froh, euch an diesem Sonntagmorgen an diesem Ort zu begrüßen. И также нашего мэра города. Und auch unseren Bürgermeister der Stadt. Господина Ибат. Herr Ибат. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. Вы знаете, такие важные люди. Wisst ihr, so wichtige Menschen. Чем больше их служение, тем меньше времени. Je höher das Amt ist, umso weniger Zeit haben sie. Но мы видим, что наш мэр города нашел время посетить нас в воскресное служение. Aber wir sehen, dass der Bürgermeister sich Zeit gefunden hat, unseren Gottesdienst zu besuchen. Я знаю, что это не у всех получается. Und ich weiß, dass das nicht jedem gelingt. Но у него это получилось. Aber bei ihm ist es gelungen. Слава Богу. Gott sei Dank dafür. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, смотря на время, Brüder und Schwestern, wenn ich auf die Uhr schaue, у нас в моем распоряжении 15 минут. Also, ich habe jetzt noch 15 Minuten. Я постараюсь быть кратким. Deswegen werde ich versuchen, mich kurz zu fassen. Зачитаю только один текст Священного Писания. Und nur einen Bibeltext lesen. И поделюсь с вами только одной мыслью. Und einen Gedanken mit euch teilen. И мы будем молиться, заканчивая наше und служение. Dann werden wir gemeinsam beten und den Gottesdienst schließen. Значит, второе послание Тимофея. Aus dem zweiten Buch an Timotheus. Я буду читать из четвертой главы. Möchte ich aus dem vierten Kapitel lesen. С шестого стиха. Der sechste Vers. Это те слова, которые апостол Павел писал своему сотруднику. Das sind die Worte, die Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter geschrieben hat. Коротко перед тем, как Господь его забрал к себе. Kurz vorher, bevor der Herr ihn zu sich genommen hat. Конечно, конкретно, если говорить. Natürlich, wenn man jetzt konkret sagt. Его казнили. Verurteilt zum Tod, sozusagen. Да. Так вот. Закончилась его жизнь. So hat sein Leben aufgehört. Мы можем, зная человека, wisst ihr, wir können einen Menschen kennen, оценивать его жизнь, ну, по-разному. Und sein Leben unterschiedlich beurteilen. Когда заканчивается жизнь человека, то обычно на кладбищах вот зачитывается Lebenslauf. Wenn das Leben eines Menschen aufhört, dann wird üblicherweise auf dem Friedhof der Lebenslauf durchgelesen. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то зачитывал что-то плохое, отправляя в последний путь человека. Und ich habe es noch nie gehört, dass jemand negative Sachen gelesen hat, wo er den Menschen sozusagen auf den letzten Weg begleitet hat. Даже если у человека была такая, знаете, ну, никчемная, такая бурная, может быть, преступная жизнь. Sogar wenn der Mensch so ein nutzloses, so ein stürmisches, kriminelles Leben gehabt hat. Да. Иногда люди вот такие, которые уже всех достали в жизни своей. Und manchmal solche Menschen, die dann wirklich, von denen wirklich alle schon satt sind. Столько горя принесли людям. Die den Menschen so viel Leid gebracht когда haben. Когда они уходят из жизни. Wenn sie dann sterben. То кто-то плачет. Dann weint jemand. Но немногие. Nicht viele. А кто-то вздыхая говорит: «Слава Богу, закончилась проблема». Jemand anders sagt aber: «Gott sei Dank, endlich ist das Problem abgeschlossen». Но я верю, что все в нашем собрании мы. Aber ich glaube daran, dass wir alle, die wir hier sind, solche Menschen хотим sind. Хотим прожить жизнь так. Und möchten unser Leben so leben, чтобы не только люди о нас сказали хорошее, доброе, dass nicht nur die Menschen über uns Gutes sagen, но чтобы и Бог мог сказать о нас хорошее, доброе, sondern dass auch Gott über uns Gutes redet, потому что это, вот именно это определит нам нашу вечность, weil genau das bestimmen wird, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Апостол Павел был таким человеком. Apostel Paulus war solch ein Mensch, что его общество того времени не понимало. Ihn hat die Gesellschaft der damaligen Zeit nicht verstanden. Его братья, seine Brüder, значит, евреи не понимали. Also die Hebräer, sie haben ihn nicht verstanden. И они его осудили. Und sie haben ihn verurteilt. Так что он попал в Рим. So dass er nach Rom gekommen ist. И прошло время его казнили. Und die Zeit gekommen ist, wo der Todesurteil vollzogen wurde. Но вот вы знаете, кроме, значит, людей, которые оценивают нашу жизнь.
Aber außer den Menschen, die unser Leben einschätzen, как я уже сказал, оценивает это Бог, so wie ich schon gesagt habe, Gott beurteilt das auch. Дорогие братья и сестры, и оцениваем это мы лично. Brüder und Schwestern und auch wir persönlich beurteilen unser Leben. Вот вы знаете, так как мы себя знаем, никто кроме Бога нас не знает. Wisst ihr, so wie wir uns kennen, kennt niemand außer Gott uns. Amen. Amen. Да, действительно так. Es ist in der Tat so. Апостол Павел говорит, никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Apostel Paulus schreibt, niemand weiß, was in den Menschen ist, außer dem Geist, der in den Menschen wohnt. Знаете, в пятницу мы говорили о книжниках и фарисеях. Am Freitag haben wir über die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesprochen. Они одеваются или одевались в такие благочестивые одежды. Sie haben sich so fromme Kleidung angezogen. Они на каждом углу улиц молились. Sie haben an den Straßenecken gebetet. И Иисус Христос говорит, они это делали лицемерно. Und Jesus Christus sagt, dass sie das zur Schau gestellt haben. А для чего они делали, чтобы о них хорошее думали люди? Warum haben sie das gemacht? Damit die Menschen positiv über sie denken. Но они сами, aber sie selber, себя очень хорошо знали. Haben sich sehr gut gekannt. Так вот, здесь апостол Павел, also hier Apostel Paulus, оценивает свою жизнь. Er bewertet sein Leben. Посмотрите, что он говорит. Schaut mal, was er sagt. Я читаю из 4 главы 2 послания Тимофея. Ich lese aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 4, с 6 стиха. Ab dem 6. Vers. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich denke, dass Apostel Paulus eine Offenbarung von dem Herrn gehabt hat. Что Господь его скоро отзовет, что жизнь его, его странствование закончено. Dass der Herr ihn bald rufen wird, dass sein Leben, sein Wandel hier auf Erden bald zu Ende sein wird. Что-то похожее говорил апостол Петр о себе. Etwas Ähnliches hat Apostel Petrus auch über sich gesprochen. Он тоже говорил о том, что его время заканчивается. Er hat auch darüber geredet, dass seine Zeit zu Ende geht. Эти мужи Божьи, они имели откровение от Бога. Diese Männer Gottes, die haben eine Offenbarung von dem Herrn gehabt. Er знает, что скоро будет встреча со Христом. Sie haben gewusst, dass die Begegnung mit Christus bald sein wird. И вот такой категории человек был апостол Павел. Und auch so ein Mensch war Apostel Paulus. И вот посмотрите, как он оценивает свою жизнь. Und schaut mal, wie er sein Leben beurteilt. Он жил, мотивируясь, как он говорит, жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. Er hat gelebt und war motiviert davon, so wie er sagt, das Leben ist für mich Christus, der Tod aber ein Gewinn. Да. И вот пришло время, когда ему нужно идти к Господу. Und es ist die Zeit gekommen, wo er zu dem Herrn gehen muss. Мы видим, он не паникует. Wir sehen, dass er hier nicht in Panik verfällt. А наоборот, он с надеждою переходит эту грань. Sondern im Gegenteil. Er übertritt die Grenze mit einer Hoffnung. Ich werde geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Und jetzt analysiert er die Vergangenheit. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet. А теперь готовится мне венец правды. Den Glauben bewahrt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Дорогие мои братья и сестры, liebe Brüder und Schwestern, блажен человек,
Selig ist der Mensch, который может вот что-то такое похожее сказать в конце своих дней. Der so etwas Ähnliches sagen kann am Ende seiner Tage. Обычно в конце, когда человеку остается уже совсем немного, in der Regel am Ende, wenn dem Menschen nicht mehr viel übrig bleibt, человек становится самым честным, искренним и откровенным. Dann wird der Mensch ganz ehrlich, aufrichtig und offen. Я говорю это, братья и сестры, из моего личного опыта. Brüder und Schwestern, ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung. Я уже больше 20 лет на этом служении. Ich habe den Dienst schon mehr als 20 Jahre. И не раз молился за людей, которым нужно было переходить из этой жизни в вечность. Und habe nicht nur einmal für Menschen gebetet, die von diesem Leben in die Ewigkeit übergehen mussten. Это, знаете, когда они живут и с ними все хорошо, und wisst ihr, wenn sie leben und alles gut mit ihnen ist, тогда они о вечности не думают и о жизни своей не думают. Dann denken sie nicht an die Ewigkeit und auch nicht an ihr Leben hier. Но когда все постепенно заканчивается, wenn aber alles so langsam dem Ende entgegengeht, и человек понимает, теперь мне нужно будет давать отчет за мою прожитую жизнь, und der Mensch versteht, dass er Rechenschaft ablegen wird für sein Leben, das er hier gelebt hat, он начинает по-новому все анализировать, dann fängt er an, alles wieder neu zu analysieren, и потом звонит. Und dann ruft er an и говорит, брат Виктор, ты мог бы приехать ко мне в больницу? Und sagt, Bruder Viktor, kannst du mich besuchen im Krankenhaus? Я уже, наверное, в семью мою больше не вернусь. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr zurück in meine Familie kommen. Я бы хотел еще с тобой поговорить, и чтобы ты за меня помолился. Ich habe noch den Wunsch, mit dir zu sprechen und dass du für mich betest. И вот, знаете, и начинают приходить такие вещи, und wisst ihr, dann kommen auf einmal solche Dinge hoch, которые до этого человек каким-то образом, не рассматривал такими серьезными. Wo der Mensch vorher auf irgendwelche Art und Weise nicht ganz so gewichtig fand. Вдруг приходит такое состояние, когда хочется просить у всех прощения. Auf einmal kommt so ein Zustand, wo man bei allen um Vergebung bitten möchte. Вдруг приходит такое состояние, когда хочется всем простить. Auf einmal kommt so ein Zustand, wo man allen vergeben möchte. Никого, ни с кого ничего требовать. Von keinem irgendwie etwas fordert. Одно становится важным в нашей жизни. Eins wird ganz wichtig in unserem Leben. Какое мое состояние пред Богом? Wie ist mein Zustand vor Gott? И какое мое отношение к моим братьям и сестрам? Und was für ein Verhältnis habe ich zu meinen Brüdern und Schwestern? Потому что Библия говорит, weil die Bibel sagt, старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа. Versucht, wenn es von eurer Seite aus möglich ist, Frieden zu haben mit allen Menschen, ohne die man Gott nicht sehen kann. Если мы не в мире, в горизонтальной плоскости, wenn wir nicht in Frieden sind auf der horizontalen Ebene, мы не можем иметь мир в вертикальной плоскости. Dann können wir auch keinen Frieden in der vertikalen Ebene haben. Наше прощение напрямую зависит от того, как мы прощаем друг друга. Unsere Vergebung ist fest damit verbunden, wie wir uns gegenseitig vergeben. Даже в молитве «Отче наш» мы молимся, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Selbst im Vater unser beten wir und vergib uns unsere Sünden, so auch wie wir unseren Schuldigern vergeben. И это, дорогие братья и сестры, очень важно. Und das ist auch ganz wichtig, Brüder und Schwestern. Это наиважнейшее, что мы можем иметь или оценивать в нашей жизни. Das ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben einschätzen können. Это мир со всеми и мир с Богом. Frieden zu haben mit allen Menschen und Frieden mit Gott. Я вспоминаю тот случай. Ich kann mich an einen Vorfall erinnern. Это было уже несколько лет тому назад. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Знаете, как мне позвонил мой, значит, друг, пастор из Троссингена. Wie mich mein Freund, der Pastor aus Trossingen, angerufen hat. И попросил посетить одного человека. Und mich darum gebeten hat, eine Person zu besuchen. Он жил там в районе Филлингена. Diese Person hat dort im Bereich von Villingen-Schwenningen gewohnt. И вот, знаете,
Он со мной познакомился по интернету. Und diese Person hat mich übers Internet kennengelernt. Вот с нашим служением. Also hat unsere Gottesdienste angeschaut. Ему на то время было 66 лет. Er war zur damaligen Zeit 66 Jahre alt. И вы знаете, он до этого времени был просто, ну, ярым атеистом. Bis zu dieser Zeit war er wirklich ein überzeugter Atheist. И вдруг он заболел. Und auf einmal wurde er krank. И заболел такой болезнью, от которой он и после умер. Und ist von so einer Krankheit krank geworden, an der er später auch verstorben ist. Заболел раком. An Krebs ist er erkrankt. До этого он о Боге ничего слышать не хотел. Vorher wollte er von Gott nichts hören. А жена его уверовала. Und seine Frau ist aber zum Glauben gekommen. И примерно около 10, может чуть больше лет, она была верующей. Und etwa schon 10 Jahre, vielleicht etwas mehr oder weniger, war sie schon gläubig. И посещала Троссингскую церковь. Und hat die Gemeinde in Trossingen besucht. А муж ее был очень ожесточен против. Ihr Mann war aber sehr verbittert. И вот вдруг он заболел. Und auf einmal wird er krank. И он своей жене завещал. Und er hat seiner Frau wie ein Testament übergeben. Я не хочу, чтобы на моих похоронах кто-то что-то говорил о Боге. Hat zu ihr gesagt, ich möchte nicht, dass auf meiner Beerdigung jemand etwas über Gott spricht. Вы знаете, нашло время. Und wisst ihr, die Zeit ist vergangen. Ему становилось хуже, хуже, es хуже. Wurde immer schlechter mit ihm. И он уже не мог ходить. Und er konnte dann nicht mehr laufen. Значит, жена купила ему такой Tablet. Die Frau hat ihm so ein Tablet gekauft. И он просто лежа в кровати, ну, смотрел разные видео по интернету. Und er lag in seinem Bett und hat einfach verschiedene Videos im Internet angeschaut. Это, знаете, ну, мы говорим случайно, но это не было случайно. Wir reden von Zufällen, aber das war kein Zufall. И он наткнулся на наш канал. Und er ist auf unser Kanal gekommen. И стал слушать наши песни, наши проповеди, наши свидетельства. Und hat angefangen, die Lieder zu hören, die Predigten, die Zeugnisse. А жена этого не знала. Die Frau hat das nicht gewusst. И вот очередной раз, когда он смотрел наши видео, Und, wo er dann wieder mal so ein Video angeschaut hat, он остановил, hat er das angehalten и позвал жену. Und hat die Frau gerufen. Там было как раз так, что я проповедовал. Und es war gerade so, dass ich dort gepredigt habe. И говорил о Боге. Und habe über Gott gesprochen. Этому ярому атеисту. Zu diesem Atheisten. И он, позвав жену, спрашивает. Und er ruft die Frau und sagt, und fragt sie, ты знаешь этого человека? Kennst du diesen Menschen? Она говорит, знаю. Und sie sagt, ja, ich kenne ihn. А ты можешь организовать, чтобы он приехал в наш дом? Und er fragt sie, kannst du das organisieren, dass er in unser Haus kommt? Она говорит, могу. Und sie sagt, ich kann es. Он говорит, сделай это. Und er hat zu ihr gesagt, sie soll das doch bitte organisieren. Я хочу с ним unbedingt поговорить. Ich möchte mit ihm unbedingt sprechen. Это, знаете, она звонит Александру. Und wisst ihr, sie ruft den Alexander an. Своему пастору в Троссингене. Ihrem Pastor in Trossingen. Он звонит мне. Er ruft mich an. И просит меня, значит, приехать туда, в Филлинген. Und bittet mich, nach Villingen zu kommen. Говорит, там есть человек один, который хочет с тобой говорить. Dort gibt es einen Menschen, der mit dir reden möchte. Ну, мы назначили, значит, встречу на понедельник. Und wir haben dann eben einen Termin auf Montag gelegt. Я, значит, приехал туда. Ich war dann dort. Жена встречает нас. Die Frau empfängt uns. Итак, значит, в коридоре говорит мне. Und im Flur sagt sie zu mir. Он лежит сейчас в зале. Er liegt jetzt im Wohnzimmer. Двери как раз были в зале закрыты. Die Türen im Wohnzimmer waren verschlossen. Там у него такая специальная была кровать с Krankenhaus. Er hat dort so ein Krankenbett gehabt. Да, вот. И значит это. И говорит, он как раз смотрит ваше служение. Und sie sagt, er schaut gerade eure Gottesdienste an. Если вы будете заходить, пусть это вас не смутит. Wenn ihr da reingehen werdet, es soll euch nicht verunsichern. И мы с Сашей заходим. Und wir kommen da mit dem Bruder Alexander rein. И я слышу, я там проповедую. Und ich höre, dass ich dort predige. А меня вот Александр Крайдер переводит. Und Bruder Alexander Крайдер übersetzt mich.
Ну и когда я зашел, und als ich da reingekommen bin, он остановил это, hat er das Video pausiert, и попросил подойти поближе к кровати, und мы сели, hat uns näher gerufen, dass wir näher zum Bett kommen, wir haben uns hingesetzt, мы уже так лично познакомились, wir haben uns dann schon so persönlich kennengelernt, и я его спрашиваю, говорю, Володя, ты меня звал? Und ich habe ihn gefragt, Waldemar, hast du mich gerufen? Он говорит, да. Er sagt, ja. Вышла жена. Die Frau ist rausgegangen. Просто, троем. Wir sind dann zu dritt in diesem Zimmer geblieben. Это, знаете, этот человек рассказал немножко свою автобиографию. Und der Mensch hat seinen Lebenslauf erzählt oder seine Autobiografie. Сокращая все. Um das zusammenzufassen. Последняя его фраза была такая. Sein letzter Ausspruch war folgender. Я с Богом боролся. Ich habe gegen Gott gekämpft. Но я сломался. Aber ich bin daran kaputt gegangen. И он стал каяться. Und dann hat er angefangen, Buße zu tun. Мы за него помолились. Wir haben für ihn gebetet. И вот вы знаете, мы ушли с этого дома. Und wisst ihr, wir haben das Haus verlassen. Через несколько дней в четверг. Nach ein paar Tagen am Donnerstag звонит его жена и говорит: Володя отошел в мире с Богом вечно. Ruft seine Frau an und sagt: Waldemar hat mit Frieden mit Gott ist er in die Ewigkeit gegangen. Он совсем поменялся. Er hat sich komplett verändert. Она говорит: Я его не узнал. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Вот, дорогие братья и сестры. Liebe Brüder und Schwestern. Почему я об этом говорю? Warum sage ich das? Это для всех нас ценно. Das ist für uns alle sehr wertvoll. Очень важно. Sehr wertvoll. Время от времени оценивать свою жизнь. Von Zeit zu Zeit, dass wir unser Leben bewerten. Не всегда Бог предупреждает нас, когда Он нас заберет, правда? Gott tut uns nicht immer warnen, wenn er uns zu sich ruft. Это надо удостоиться. Da muss man würdig dafür sein. А чтобы Господь вас предупредил, когда закончится наша жизнь. Da muss man würdig dafür sein, dass der Herr euch vorher warnt, wenn euer Leben aufhören wird. Я вспоминаю брата Илью. Ich kann mich an einen Bruder Илия erinnern. А вот, он тоже был пожилой человек. Es war auch ein alter Mann. Это еще было там, в Киргизии, когда мы жили. Das war noch dort in Kirgisien, wo wir gelebt haben. Там непосредственно в этом городе. Das war direkt dort in der Stadt. И он был наш член церкви. Und er war Mitglied der Gemeinde bei uns. И вот, знаете, собрались вокруг него дети. Und wisst ihr, die Kinder haben sich ihn versammelt. Побыли у него в гостях. Sie waren bei ihm zu Hause. И решили разлететься опять каждый по домам. Und sie wollten wieder nach Hause fliegen. Zu ihren, ja, in ihre Häuser. Кто жил, значит, в Казахстане, кто жил в Сибири. Die einen haben in Kasachstan gewohnt, die anderen in Sibirien. А он им говорит, дети, er sagt zu ihnen, Kinder, не уезжайте. Fahrt nicht weg. Господь мне открыл, что Господь меня отзовет. Der Herr hat es mir offenbart, dass ich bald sterben werde. А они возмутились. Sie waren aufgebracht darüber. Да. Они говорят, Папа, не говори так. Sie sagen, Vater, rede so etwas nicht. А он говорит, дети, не уезжайте. Und er spricht zu ihnen, Kinder, fahrt nicht weg. Господь мне открыл, что Господь меня отзовет. Der Herr hat es mir offenbart, dass er mich zu sich rufen wird. Вы приедете к холодным ногам. Ihr werdet, wenn ihr wieder zurückkommen werdet, vor kalten Füßen stehen. Ну, они не приняли это всерьез. Die Kinder haben das nicht ganz so ernst genommen. И, значит, разлетелись. Und sind jeder zu sich nach Hause geflogen. А он остался у дочери, он жил у дочери. Er ist aber bei seiner Tochter geblieben, er hat bei seiner Tochter gewohnt. Дочь с ним вышла в огород. Die Tochter ist mit ihm in den Garten gegangen. В огороде была лавочка. Im Garten gab es so eine Bank. Значит, ну, посадила его. Sie hat den Vater dahingesetzt. Да. И стала от него отходить. Und hat angefangen, sich von ihm zu entfernen. А он стал падать на бок и раз на лавочку. Und er ist so langsam zur Seite gefallen und hat sich auf die Bank gelegt. И умер. Und ist gestorben. Дочь звонит своим братьям, сестрам. Die Tochter ruft ihren Geschwistern an. Не может дозвониться. Und kann sie nicht erreichen. Они оказываются в пути. Sie sind noch auf dem Weg. Они еще не прилетели домой. Sie sind noch nicht nach Hause gekommen. И она отправляет телеграмму. Und sie schickt ein Telegramm. Возвращайтесь обратно на похороны папы. Kommt wieder zurück auf die Beerdigung des Vaters.
Вот не со всеми такое происходит. Nicht mit allen geschieht so etwas. Не всех Бог предупреждает. Nicht alle werden von Gott gewarnt. Но важно быть готовыми на всякий час. Es ist aber wichtig, bereit zu sein in jeder Stunde. И жить так, чтобы нам не жалеть за свою прожитую. Und so zu leben, dass wir unsere Vergangenheit nicht bereuen müssen. Аминь. Аминь. Встань на наши ноги, помолимся. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten.